Die Fraktion Die Linke, unsere Kollegin Cornelia Möhring. Bitte schön, Frau Kollegin Möhring. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Fraktion Die Linke begrüßt die Einrichtung dieses zentralen Hilfetelefons. Eine einheitliche Nummer, da sind wir uns alle drüber im Klaren, die auch noch kostenfrei und 24 Stunden zur Verfügung gestellt wird, übernimmt eine sehr wichtige Lotsenfunktion. Nach Aussage der Bundesregierung sind es immerhin 80% der von Gewalt betroffenen Frauen, die bisher tatsächlich nicht in unser bestehendes Hilfesystem vermittelt werden können. Ich finde, das ist eine unglaublich hohe Zahl für diejenigen, die, obwohl sie so dringend Hilfe brauchen, sie tatsächlich noch nicht erhalten. Ich möchte daran erinnern, Frau Laurisch hat das eben auch schon eindrücklich geschildert und meine Vorrednerin auch, von Gewalt betroffen sind Frauen aller gesellschaftlichen Schichten. Es ist die Professorin genauso wie die Verkäuferin in einem Supermarkt. Es ist die Hamburgerin genauso wie die Migrantin. Und es geht wirklich quer durch alle gesellschaftlichen Schichten und Berufe. Wir haben die Zahl schon gehört, 40% der Frauen und Mädchen machen im Laufe ihres Jahres tatsächlich Gewalterfahrungen. Das ist eine gigantische Größe und macht den Handlungsbedarf für einen umfangreichen Schutz für von Gewalt betroffenen Mädchen und Frauen deutlich. Die Bundesregierung rechnet bei der Einführung oder mit der Einführung des bundesweiten Hilfetelefons mit 700 Anrufen täglich. Das sind, ich habe es ausgerechnet, könnte es jetzt auch nicht so schnell im Kopf, 255.500 Anrufe jährlich. Und wir sollten uns immer wieder deutlich machen, was das auch für ein Schritt ist, wenn die Betroffene tatsächlich zum Telefon greift und sagt, ich brauche Hilfe. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Sie muss dann auch schnelle Hilfe vor Ort bekommen. Der bundesweite Notruf kann da natürlich erst der erste Anstoß sein. Das Ausmaß dieser erwarteten Anrufe macht aber auch schon deutlich, dass die personelle und finanzielle Ausstattung der bestehenden Schutzeinrichtungen, dass die Zahl der Plätze bei weitem noch nicht ausreichen. In Schleswig-Holstein werden zurzeit mit den Kürzungskahlschlägen Frauenhäuser und Beratungseinrichtungen plattgemacht. Das möchte ich hier auch noch mal deutlich sagen. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung diese Vorgabe, die wir von der EU ja auch bekommen haben, auf den Weg bringt. Aber in Schleswig-Holstein und in anderen Bundesländern müssen Frauenhäuser, müssen Beratungsstellen schließen. Das Frauenhaus in Wedel zum Beispiel, obwohl immer voll ausgelastet, steht vor dem Aus. Der Mädchentreff in Husum, an den sich auch betroffene Mädchen wenden konnten und bisher immer Hilfe bekommen haben, steht vor dem Aus und kann sich nur noch über Spenden aufrechterhalten. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, das darf tatsächlich nicht sein. Nochmal zurück zum Hilfetelefon. Ich möchte nochmal ein wichtiges Anliegen auch der örtlichen Beratungsstellen und Nottelefone anbringen, das bei der Umsetzung des Gesetzes unbedingt vereinbart werden muss. Sie planen zwar einen jährlichen Sachstandsbericht, aber die erste umfassende Evaluation soll erst nach 5 Jahren erfolgen. Ich finde wirklich, das ist viel zu spät. Wir hören jetzt schon immer bei Fragen an das Ministerium, Herr Dr. Küß, das haben wir noch nicht geprüft, da haben wir noch keine Ergebnisse, da können wir noch nichts zu sagen. Und ich finde, wir sollten weder Herrn Dr. Küß noch uns solche weiteren Bandschleifen in dieser Sache zumuten. Die Evaluation muss von Anfang an erfolgen. Der noch nicht erstellte Bericht zur Lage der Kinder- und Frauenschutzhäuser ist schon genannt worden. Ich finde, nach 2 Jahren, nachdem er im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, wird es tatsächlich mal Zeit. Eine Evaluierung erst nach 5 Jahren ist aber auch fachlich völlig unlogisch. Projekte dieser Art, die ja völlig sinnig und richtig sind, müssen im Verlauf, im ständigen Prozess evaluiert werden, und zwar genau mit den Betroffenen auch vor Ort, damit sie eben, wie Sie gesagt haben, Frau Winkelmeier-Becker, auch tatsächlich Transparenz darüber herstellen, wo denn weiterer Bedarf ist, weil die Zahl macht schon mal deutlich, es wird weiteren Bedarf geben. Ich fordere Sie also ausdrücklich auf, machen Sie aus dieser guten Idee eines zentralen Hilfetelefons auch tatsächlich eine richtig gute Sache. Sorgen Sie dafür, dass es für die vielen Schutzbedürftigen dann auch wirklich Schutz und Unterstützung geben wird. Wir sind dabei an Ihrer Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Möhring.